Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kashi. Da sind wir wieder. Leider um 19.30 Uhr. Ich will schon den ganzen Tag diese Beziehung zerstören. Gott! Aber erst dann noch der Arzt kam dazwischen. Leider. Dann kam noch alles dazwischen. Heute wollen alle was von mir. Aber jetzt kann ich endlich diese friedevolle Beziehung zerstören. Jetzt freuen wir uns drauf. Ich bin so gespannt. Pixie. Er ist hier. Emmett ist hier. Wo? Da drüben. Perfekt. Lenk ihn ab. Ich mache mich bereit für meinen großen Auftritt. Was habt ihr auch schon heute alle eure... Ist hier. Ups. Emmett ist perfekt. Ich bin eigentlich weggelaufen und ich mache das hier mit der Tastatur. Habt ihr auch schon heute alle eure Adventskalender? Ich habe tatsächlich meinen gerade vor 10 Minuten bekommen von einer Freundin und denke mir so, yay! Ich habe keinen Platz dafür. Da wo momentan gerade noch mein selbst gehosteter Server steht, wollte ich eigentlich da Sachen hin tun, aber da steht jetzt noch gerade mein Server, deswegen. Ja. Muss auch Dinge umbauen. Verdammt. Aber es ist wirklich warm, wenn du einen Server im Wohnzimmer hast. Das muss man schon zugeben. So, wir wollen bringen einer dazu, mit Emmett Schluss zu machen. Wollen wir mal diese Beziehung beenden. Ich bin da so froh, ich freue mich schon mega drauf. Aber ein bisschen tut's mir auch leid, dass, ich meine, die arme Sau nicht verdient. Aber es muss sein. Na gut, wollen wir mal. Hey, Emmett, was treibst du da noch? Oh, hallo, Harry. Schätze, ich leide etwas an Lampenfieber. Ich stehe kurz vor meinem großen Auftritt, weißt du? Keine Ahnung, wie Edna reagieren wird. Wünsch mir Glück. Oh, um Himmels Willen. Du hast irgendwas auf deinem Anzug. Was? Tatsächlich? Anti-Fleckenformel, zeig, was du kannst! Emmett! Gerade rechtzeitig. Tritt jetzt zurück, wir werden etwas Platz brauchen. Oh, was für ein Anblick! Als wäre er vom Himmel herabgestiegen. Ich fühle mich auch gerade himmlisch. Es gibt da etwas, das ich dich einfach fragen muss. Warte, deine Krawatte ist verrutscht. Ich trage es schon seit Wochen mit mir herum und ich muss es einfach loswerden. Oh. Oh oh. Der Anzug meines Großvaters. Meine Formel. Oh. Sieh nicht her. Dreh dich um. Ich komme gleich wieder. Dann können wir es nochmal... Lathrop Brown. Hä? Trixie Trotter? Woher kennst du diese Frau? Ich kenne sie nicht. Ich meine, ich höre ihre Platten und habe sie vielleicht ein- oder zweimal fotografiert, aber ich... Verleugne, dass du mich kennst. Vielleicht ist es wahr, aber ich kenne dich nur zu gut. Was ist hier los? Ihr reichen Jungs seid doch alle gleich. Ihr glaubt, Besitztümer könnten ein gebrochenes Herz heilen. Du kannst deine Pelze wiederhaben. Und hier hast du deinen protzigen Diamanten. Autsch! Ich brauche deine teuren Geschenke nicht. Ich brauche dich. Und wichtiger noch, der kleine Emmett Junior braucht dich. Aha. Edna, ich... So nicht. Offenbar bist du nicht der Mann, für den ich dich gehalten habe. Doch, siehst du. Der mentale Affinitätsmesser beweist es. Ich liebe nur dich. Lass mich die Karte sehen. Ich hätte es wissen sollen. Ein degenerierter Krimineller. Aber... Geh mir aus den Augen. Ich will dich nie wiedersehen. Das war... Heftig, Emmett, tut mir leid, dass du das erleben musstest. Aber alles wird gut. Du und ich können... Emmett? Das hat gut funktioniert, hm? Ja, vielleicht zu gut. Also bei Trixie sich aufregt, musste ich mir schon das Lachen verkneifen. Der war einfach zu geil. Der kleine Emmett Junior. Ach, herrlich. Emmett! Geh weg! Komm schon, wo steckst du?
Hör zu, es tut mir leid, dass du das bei der Expo erleben musstest. Es ist nicht so gekommen, wie du geplant hattest, aber das wird schon wieder. Verstehst du, ich weiß, wie die Sache ausgehen wird und... Es ist alles aus. Dafür macht jetzt wirklich nichts Dummes. Okay, Emmett, bleib da. Rühr dich nicht vom Fleck. Ich weiß, deine Gefühle spielen etwas verrückt, aber tu jetzt nichts Dummes. Gefühle? Welche Gefühle? Meine Gefühle sind tot. Es heißt, ich sei verrückt und unbesonnen. Es ist mir nicht wichtig. Mir ist egal, ob andere mich kränken wollen. Es ist mir nicht wichtig. Stopp! Was machst du denn hier? Spring nicht! Ich wollte nicht springen. Was dann? Gehe ich hin, wenn ich nachdenken will. Oh. Wenn ich allein sein will. Oh. Wie konntet ihr Freunde werden? Das frage ich mich gerade wirklich mal. Ich sag einer. Ist doch teilweise manchmal echt ein schlechter Freund. Aber auch ein guter, aber auch ein schlechter, aber. Weiß nicht, er ist komisch. Nun, ich wollte nicht stören. Denk ruhig nach. Kapierst du es nicht? Geh weg. Ich brauche dich nicht. Du weißt nicht, was du brauchst. Aber du weißt es? Allerdings weiß ich das. Du brauchst... Auf jeden Fall keine Bevormundung. Das Garmische Gewisch oder was? Das ist jetzt aber nicht der Zeitpunkt, wo normalerweise ein Blitz in die Uhr einkracht, oder? Das wäre ein bisschen fatal. Bisschen Spaß. Etwas, das dich deine Sorgen vergessen lässt. Geh ins Kino. Frankenstein soll sehr gut sein. Frankenstein? Ich sagte, dass meine Lebensgeister erloschen sind. Und du willst über Hollywood-Monsterfilme reden. Es ist ein sehr inspirierender Monsterfilm. Besonders die Szene, wo sie das Monster zum Leben erwecken. Es liegt auf dieser Bahre und wird hochgezogen. Und da tobt dieser Sturm draußen und Blitze zucken. Und nun, das musst du gesehen haben. Es wird dein Leben verändern. Welche Leuchte blinkt an meinem Helm? Gelb. Gleichgültigkeit. Filme sind nicht wichtig für mich. Nichts ist mehr wichtig für mich. Red keinen Blödsinn. Eins ist dir wichtig. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir tatsächlich den Film aus der Zeit angesehen. Also Frankenstein. Und selbst ich kam zu sehr guten Ideen und fand ihn sehr toll. Also, ja, guck ihn dir an. Er ist toll. Du willst immer noch Dinge erfinden. Erfinden wird überbewertet. 90% ist Übertreibung, 10% Betrug. Nenn mir eine Erfindung, die irgendjemandem was Gutes gebracht hat. Was ist mit... Die Glühbirne. Denk an Edison und die Glühbirne. Das war eine großartige Erfindung. Ja... Wenn es in dieser elenden Welt nur etwas gäbe, was wert wäre, beleuchtet zu werden. Das Automobil war eine großartige Erfindung. Du liebst Autos, oder? Vielleicht werde ich ja eines Tages von einem überfahren. Boah, diese Gleichgültigkeit, das ist der Hammer. Ich hoffe wirklich, es blitzt nicht in die Uhr rein. Das Telefon. Diese Erfindung hat die Welt revolutioniert. Ja. Jetzt kann man jemanden von Weitem zurückweisen. Er hat so recht und das ist so brutal. Das, oh meine Güte, Depressionen sind Hammer. Hilf mir hier raus. Du gehst mir auf die Nerven, Callahan. Zumindest würdest du es, wenn mir noch etwas wichtig wäre. Hatte ich schon das Erfinden, ist ihm wichtig? Ja, hatte ich. Ich weiß, dein Herz ist gebrochen. Beim ersten Mal ist das immer schlimm, aber du wirst dich wieder verlieben. Irgendwann. Irgendwo wartet eine Frau auf dich und sie ist das Warten wert. Spar mir deine Plattitüden. Seit Edna aus meinem Herzen eine leblose, ausgedörrte Hülle gemacht hat, bin ich fertig mit der Liebe. Für immer. Aber wir alle zählen auf dich, weil du derjenige sein wirst, der Hill Valley bekannt macht. Bitte, meine größte Sorge ist, dass ich mein Leben in diesem Kaff vergeuden werde. Er bringt sehr gute Argumente. Ja, das ist... Ja. Kann man nicht anders sagen, er schafft es echt. Ich?
Ich bin dir wichtig. Du? Ja. Du. Du hast mir das angetan. Was denn? Mir ging es gut. Ich habe in der Kanzlei meines Vaters geschuftet. Dann kamst du wie aus dem Nichts daher, hast mir mit Erfindungen den Kopf verdreht und bist wieder verschwunden. 2 Monate später tauchst du wieder auf, bringst mich dazu, den Helden zu mimen und mich mit Edna Strickland zu verloben. Dann erscheinst du ein drittes Mal, gibst vor, mein Freund zu sein, ziehst mir den Boden unter den Füßen weg und lässt mich im Dreck liegen. Okay, damit kann ich leben. Ich hasse dich, Harry Callahan! Ist das überhaupt dein richtiger Name? Soll ich ehrlich sein? Ich begrüße mit Ehrlichkeit. Nein. Marty. Mein Name ist Marty. Also war alles, was du mir erzählt hast, gelogen? Irgendwie. Warum? Warum hast du mein Leben ruiniert? Aus Spaß an der Freude. Ich hab zu deinem eigenen Besten getan. Das erste klingt besser. Edna war nicht gut für dich. Sie hat dich auf den falschen Pfad geführt. Verstehe. Du wolltest nur mein Bestes. Ja. Wie mein Vater. Aber da steckt mehr dahinter, denn... Wird der Sturm gerade immer besser? Heiliger Himmel. Dein Vater kannte deine wahre Bestimmung nicht. Ja, aber du... Ja. Wie konnte ich einen mentalen Affinitätsmesser finden, aber nicht erkennen, dass du völlig wahnsinnig bist? Was spielt das für eine Rolle? Die Welt ist krank. Nein, ich weiß genau, was ich tue, denn... Ich weiß, das klingt vielleicht verrückt, aber hör zu. 1985 wirst du etwas erfinden, eine... Richtig, es klingt verrückt. Ich versuche dir zu erklären, wo ich herkomme. Ich hab's uns aller Zukunft getan, das haben wir doch gerade, oder? 1985 wirst du etwas... Richtig. Ja. Ich versuche dir zu... Verrückt. Es war nur ein Spaß. Du hast mein Leben zum Spaß ruiniert? Ja, so verschaffe ich mir etwas Abwechslung. Du Mistkerl! Ganze Zeit hast du meine Träume befeuert und mir gesagt, dass ich ein großer Wissenschaftler sein werde. Du bist wahnsinnig, Kopf hoch. Hör nicht auf zu träumen, du bist ein großer Wissenschaftler. Deine Schmeicheleien wirken nicht mehr. Ja, guter Scherz. Träume sind nur was für Leute, die auch den Mumm haben, sie zu verwirklichen. Du behauptest, ich hätte keinen Mumm? Du? Ha, sieh dich doch an. Was weißt du schon von Träumen? Ha, jemand wie du. Du weißt doch gar nichts über mich. Ich habe mehr Träume, als du jemals haben wirst. Tagträume zählen nicht. Tagträume? Das haben sie auch Edison und Einstein vorgeworfen. Und Dr. Frankenstein? Ja, und sieh dir an, was sie geschafft haben. Ich habe die Nase voll von Leuten, die mir sagen, was ich tun kann und was nicht. Erst mein Vater, dann Edna und jetzt du. Hör zu, ab jetzt lebe ich mein Leben auf meine Art und folge nur meinem Rat und verwirkliche meine Ideen. Meine Ideen, hörst du? Meine Ideen. Grundgütiger, ich habe es. Hast was? Die Lösung. Meine Erfindung. Ich weiß, wie sie funktioniert. Der mentale Affinitätsmesser? Nein, nein. Die fliegende Personentransportvorrichtung. Das Raketenauto? Keine Raketen. Keineswegs Raketen. Da lag der Fehler. Die Grundidee war gut, aber das Antriebssystem war nicht zu handhaben. Aber der Blitz. Der Blitz. Die Antwort ist klar. Es kam mir plötzlich so wie... Ein Blitzschlag? Genau, statische Elektrizität. Superionische statische Elektrizität, die die asynchrone Oszillation reibungsfreier Platten innerhalb... Was macht dieses dumme Ding auf meinem Kopf? Emmett, du bist wieder du selbst. Und ich habe meine Zeit mit alberner Gedankenleserei verbracht, während doch ernsthafte Wissenschaft auf mich wartete. Und die Expo fängt um 20 Uhr an. Oh, schnell raus hier, bevor noch irgendwas passiert. Was? Ich sagte, schnell raus hier, bevor noch irgendwas... Es muss immer was passieren, ne? Ist das schon... Ist das Zufall oder ist das eher Absicht? Die Expo hat schon begonnen. Ja, Hauptsache die Expo. Okay, versuchen wir Emmett zu retten. Das hat jetzt oberste Priorität. Wenn ich ihn am liebsten hängen lassen wollen würde. Es wird nicht schwingen, solange es an der Statue hängt. Ich komme nicht an ihn ran. Das ist schlecht. Wie löse ich denn einen Knoten? Es bewegt sich kein Stück. So nicht. Wahrscheinlich auch nicht mit dem Gedankenhelm. Emmets Helm. Ich glaube nicht, dass er ihn braucht. Vielleicht irgendwas im Laster, wie das
Das komische Spray. Soll ich Hilfe holen? Ich lasse ihn besser nicht allein. Oder ich spreche ihn an. Ich hatte das Zeug dabei. Was? Er kann mich wohl von hier aus nicht hören. Wird immer besser. Glaube ich. Festhalten! Ich hatte sowieso nichts anderes vor. Emmet! Was? Entschuldige, dass ich dich so aufgebracht habe. Aber ich musste... Vergiss es! Keine Zeit mehr für lange Erklärungen. Ich werde dir bei deiner neuen Erfindung helfen. Großartig. Aber erstmal muss ich hier runterkommen. Kannst du hochklettern? Ich fürchte nur, dass ich hier oben so langsam den Halt verliere. Was? Ich kann mich nicht halten. Wow, war der Spruch. Naja. Wie willst du dich halten, wenn du keinen Halt hast? Ich war so schlecht, aber gleichzeitig so gut. Hast du was Nützliches dabei? Nur meine Brieftasche. Oh, und diese Anti-Kleb- und Anti-Flecken-Formel. Ups. Jetzt nicht mehr. Irgendwelche Ideen? Für heute habe ich mein Glück wohl aufgebraucht. Es tut mir leid wegen Edna und dir. Schwamm drüber. Hol mich jetzt endlich hier runter. Okay. Lass dich nicht hängen. Sehr witzig. Holen wir ihn wieder runter. Wie lange kann man eigentlich so hängen im freien Fall? Das würde mich auch mal interessieren. Ich glaube nicht so lange, oder? Emmets Lösung. Das Zeug ist gefährlich. Ach nee. Bin mal gespannt, was funktioniert. Warum sehen eigentlich die Statuen aus wie Einstein? Das war im Original nicht so, oder? Also im Film. Haltet ja, durch! Was bleibt mir sonst übrig? Kann ich Statuen holen? Ich weiß das gar nicht mehr. Wenn das war ein Löwen gewesen. Oder doch Hunde? Ich weiß es nicht mehr. Was auch immer es war. Es war irgendwas. Ich hätte jetzt auch keine wirklich Lust, gerade die DVD einzulegen von Back to the Future, also. Ja. Funktioniert. Ach, hab dich. Lass uns verschwinden. Deine Hose, sie hängt fest. Tu etwas, bevor wir zerquetscht werden. Die funktioniert nicht. Gute Idee. Was machst du da? Vertrau mir. Festhalten. Wie war gleich dein Name nochmal? Marty. Marty, danke. Nicht der Rede wert. Wolfram, der Beschleuniger muss aus Wolfram hergestellt werden, da die Temperatur im Umwandler fraglos enorm sein wird. Wahrscheinlich müssen wir alle Glühdrähte in meinem Haus abernten. Deine Erfindung? Glaubst du, du kannst sie bis zum Ende der Expo fertigstellen? Das muss ich. Meine Zukunft hängt davon ab. Na dann los. Die oszillierenden Platten müssen natürlich ganz präzise kalibriert werden. Die geringste Abweichung könnte zu einer Fluktuation in der Stärke des Magnetfeldes führen, was zum plötzlichen Wechsel der Polung führen würde. Das Ergebnis wäre katastrophal. Wen juckt's? Meine Rede. Wissenschaft muss Moment. Chaotisch und unvorhersehbar sein. Wo wäre denn sonst der Spaß? Versucht er den Vorgänger eines Hoverboards zu bauen? Das klingt tatsächlich so. Soll ich sie mitnehmen? Mr. Sagan, haben Sie Ihrem Auto der Zukunft die Macken ausgetrieben? Nicht alle, aber zumindest ist die Bodenfunktionalität des DeLorean noch intakt. Wie immer habe ich nicht die geringste Ahnung, wovon Sie reden. Das erinnert mich an jemanden, den ich... Aber, meine Liebe, keine Sorge. Sicher wird am Ende alles wieder gut. Vielleicht für alle anderen, aber ich fühle mich wie jemand, der sehr lange einsam und ungeliebt bleiben wird. Vielleicht sollte ich mir eine Katze anschaffen. Unsinn! Ich kann Ihnen mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass Sie ein langes und erfülltes Leben erwartet.
Wie können Sie das wissen? Oh, Sie werden schnell feststellen, dass ich fast alles Wissenswerte über den jungen Emmett, seine Freunde, weiß. Sagen Sie mal, wie viel wissen Sie über Harry Callahan? Ah, ist schon vorbei. Aber da sieht man mal, der falsche Doc ist halt der falsche Doc. Oh, das ging schnell. Let me explain it again. I realized that it wasn't Edna that made my life miserable. It was science. She used my science to turn Hill Valley into a police state. Emmett doesn't go through with a demonstration at the expo, his dreams of being a scientist will dim just enough for Edna to step back into his life and steer him down another path. Doc. Oh, wow. Okay, dann bin ich mal gespannt auf die nächste Episode. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann morgen. Also morgen. Klingt ja jetzt schon ziemlich brutal, wenn er sein eigenes Ich dazu bringen will, niemals mit der Wissenschaft anzufangen und damit die Expo versauen will. Kann ja mal spannend werden. Aber ich muss sagen, ja, die Episode war gut. Auch wenn es jetzt vielleicht ein Logikfehler sein könnte, von zeittechnisch, dass man seinen eigenen Namen verraten hat, weil jetzt würde der alte Doc ja wissen, dass wir dann... Was Marty ist, war, weil Marty ist Marty. Aber man könnte gucken. Schauen wir mal. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Man könnte es echt sagen, das ist Back to the Future 4. Echt gut geschrieben. Ja, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann morgen. Vielen Dank fürs Zusehen, euer Kashi, ne? Da können Sie mir mal was Schönes da lassen, komm mir aber like. Oder sonst was, also, ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis auf Nuss und tschüss.